Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, heute geht es um ein besonderes Buch. 1396 Gramm schwer, eingebunden in Ziegenleder, hellbeige gemasert, gedruckt auf hochwertigem und besonders haltbarem Papier. Ich spreche nicht nur von dieser Urschrift, die die 65 Männer und Frauen des Parlamentarischen Rates vor 75 Jahren unterschrieben haben, die nur aus dem Tresor des Parlamentsarchivs geholt wird, wenn der Bundeskanzler oder der Bundespräsident vereidigt werden. Nein, ich spreche von dem Fundament unseres Zusammenlebens. 75 Jahre Grundgesetz. Das sind 75 Jahre Freiheit, Frieden und Demokratie in Deutschland. Die Urschriften, die mögen vielleicht in die Jahre gekommen sein. Unser Grundgesetz ist es aber keinesfalls, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir zurückschauen, dann begreifen wir erst, welch glückliche Fügung die Verabschiedung für Deutschland war. 1949 war der Krieg gerade einmal 4 Jahre vorbei. Das Land war besetzt, das Land war geteilt. Überall sah man noch Einschusslöcher, überall waren Familien zerstört, weil Verwandte nicht mehr zurückgekommen sind oder aber als gebrochene Menschen. Dieses Land hatte unerträgliche Schuld auf sich geladen. Die Barbarei der Nationalsozialisten, den Zivilisationsbruch der Shoah. Der 8. Mai 1945 mag ein Tag der Befreiung gewesen sein, aber dennoch ließ er unser Land nicht los von seiner Schuld. Von einer Schuld, die nicht nur einige Nazis, sondern die unser Land als Ganzes auf sich geladen hatte. Und gerade deshalb war es doch so ein Glück, war es solch ein Segen, dass die alliierten Mächte in Westdeutschland diesem Land die Chance für einen Neuanfang geben. Dass sie an ein besseres, an ein menschlicheres, an ein freies Deutschland glaubten. Dass sie den Müttern und Vätern unseres Grundgesetzes ermöglichten, die Grundlage für dieses Land zu schaffen. Auch 75 Jahre später gilt es dafür, dankbar zu sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb hatte auch Konrad Adenauer recht, als er am 8. Mai 1949 anlässlich der Unterzeichnung des Grundgesetzes vom ersten frohen Tage nach 1933 sprach. Genau 5 Jahre nach Kriegsende hatte Deutschland endlich selbstbestimmt die Tür aufgestoßen in eine neue Zeit. In eine neue Zeit, in der unser Land Lehren zog aus den Fehlern und auch den Abgründen der Vergangenheit. Das Grundgesetz, meine Damen und Herren, es ist das verschriftete Nie wieder nach dem Zivilisationsbruch. Es ist uns Auftrag und Verpflichtung zugleich. Und deshalb beginnt unser Grundgesetz auch eben nicht mit dem Staatsaufbau, nicht mit den Parlamenten, nicht mit der Verwaltung oder der Rolle von Gerichten. Nein, es beginnt mit der Garantie von Individualrechten, mit dem Schutz des Einzelnen gegenüber der staatlichen Gewalt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nie wurde etwas so Humanistisches, etwas so Tiefgreifendes, so schlicht ausgedrückt. Die Würde des Menschen, sie gilt universell, sie gilt für jede, sie gilt für jeden und sie gilt für die Ewigkeit. Und damit hat unser Grundgesetz auch 75 Jahre nach Verfassung, nach dem Verfassen, nichts an Aktualität eingebüßt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das liegt sicher auch daran, dass unser Grundgesetz in vielen Teilen seiner Zeit auch voraus war. Nehmen Sie Artikel 3 Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieser Artikel war mehr als umstritten, wurde lange Zeit von der Mehrheit im Parlamentarischen Rat in seiner heutigen Lesart abgelehnt. Und das war ja auch nicht so ganz verwunderlich, wenn man bedenkt, dass unter 65 Mitgliedern mit Friederike Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel gerade einmal 4 Frauen waren. Im Kern ging es um die Frage, ob die Gleichberechtigung nur gegenüber dem Staat gelten sollte oder auch im Privaten, etwa im bürgerlichen Gesetzbuch. Das mag jetzt vielleicht banal klingen, das ist es aber ganz und gar nicht gewesen. Denn damals war es selbstverständlich, dass Frauen kein eigenes Bankkonto eröffnen konnten, dass sie die Unterschrift ihres Mannes vorzeigen, um einen Beruf anzunehmen. Und der Mann konnte auch jederzeit kündigen. Auch in der Erziehung galt das letzte Wort dem Mann. Meine Damen und Herren, es ist den Müttern des Grundgesetzes zu verdanken, dass die Gleichberechtigung in der heutigen Lesart damals aufgenommen wurde. Und es ist vor allem auch der Sozialdemokratie zu verdanken. 1918 das Frauenwahlrecht, 1949 Artikel 3.
Dafür sind wir dankbar und darauf sind wir auch ein klein bisschen stolz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wie sehr das Grundgesetz seiner Zeit voraus war, das merken wir auch daran, wenn wir sehen, wie sehr wir heute noch dafür kämpfen müssen, dass Artikel 3 auch in allen Lebensbereichen Wirklichkeit wird. Es waren männliche Politiker, und zwar parteiübergreifend, die sich über Jahre dagegen gewehrt hatten, dass im bürgerlichen Gesetzbuch das nachvollzogen wurde, was doch seit 1949 Verfassungsgrundsatz war. Es brauchte das Bundesverfassungsgericht, um die Politik zu grundgesetzkonformer Gesetzgebung zu zwingen. Egal ob bei der Vertretungsmacht des Vaters oder der steuerlichen Zusammenveranlagung der Ehegatten. Dass die normative Kraft des Grundgesetzes auch faktische Kraft entfaltete, das war vor allem der Verdienst der ersten und auch lange einzigen Richterin des Bundesverfassungsgerichtes, Erna Schäffler. Auch ihr Verdienst gilt es heute zu würdigen. Und meine Damen und Herren, es gibt eine Vielzahl von weiteren Grundrechten, die es eigentlich an dieser Stelle zu nennen gilt. Den Katalog aus Freiheitsrechten, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, nicht zuletzt die Kunstfreiheit. Sie alle sind Grundlage einer liberalen Demokratie. Sie alle unterscheiden uns von der Vielzahl der Staaten, in denen die Menschen in Unfreiheit leben müssen. Und deshalb ist es gut, dass dieses Grundgesetz nicht nur die Freiheit des Einzelnen garantiert, sondern dass es auch den Schutz der Freiheit, den Schutz unserer Demokratie sichert. Denn unter dem Eindruck der Tyrannei kannten die Mütter und Väter um die Gefahren einer freiheitlichen Demokratie. Sie hatten es in Weimar selbst mit ihren eigenen Augen gesehen. Deshalb ist unser Land heute eine wehrhafte Demokratie. Deshalb liegt es an uns allen, diese Wehrhaftigkeit in der Demokratie auch Tag für Tag sicherzustellen. Und ich will hier doch ein klein wenig der Tonalität im weitestgehenden sehr guten Antrag der CDU widersprechen. Ja, wir sind uns einig, in einer Demokratie gilt der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Aber neben Jürgen Habermas gilt für mich auch Karl Popper, nämlich, dass unsere Toleranz nie so weit gehen darf, dass die Intoleranten unsere freiheitliche Demokratie zerstören können. Und deshalb will ich auch hier ganz klar sagen, was wir in diesen Tagen erleben an Hass, an Gewalt, an Vaterlandsverrat und auch an Umsturzfantasien, das ist kein Fall für den demokratischen Diskurs, das ist ein Fall für den Generalstaatsanwalt. Und wenn es so weitergeht, dann wird es auch ein Fall für das Bundesverfassungsgericht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen eben beides. Wir brauchen starke Institutionen. Wehrhafte Institutionen. Wir brauchen aber eben auch die Bannerträger dieser Demokratie. Menschen, die sich aufstellen lassen für Wahlämter, die den demokratischen Kurs pflegen, die für dieses Land eintreten. Gerade auch die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen, in den demokratischen Verbänden. Dieses Land braucht Menschen, die mit Ernst Wolfgang Böckenförde gesprochen, erst die Voraussetzungen schaffen, von denen der freiheitliche Staat lebt, die er aber eben selbst nicht garantieren kann. Und ich denke an Walter Lübcke, dessen Todestag sich in wenigen Tagen zum 5. Mal jährt. Ich denke an Matthias Ecke, der in Dresden für seine demokratischen Überzeugungen krankenhausreif geschlagen wurde. Ich denke an die vielen Ehrenamtlichen, die eingeschüchtert werden und deren Namen wir nie in der Presse lesen können. Sie alle sind das Rückgrat unserer Demokratie. Sie sind das Rückgrat unseres Grundgesetzes. Sie alle gilt es mehr zu schützen denn je. Und in den letzten Wochen mussten wir auch erleben, wie manches, was wir für selbstverständlich gehalten haben, wieder zur Disposition gestellt wird. Wie Israel und dem jüdischen Volk das Existenzrecht abgesprochen wird. Und es ist unerträglich, wenn Jüdinnen und Juden sich auf deutschem Boden nicht mehr sicher fühlen. Deshalb ist es so wichtig, dass hier in diesem Hause Einigkeit auch mit der CDU darüber besteht, eine Anti-Antisemitismus-Klausel in die saarländische Verfassung aufzunehmen. Und ich möchte auch für diesen Impuls noch mal ganz herzlich Herrn Frank Matthias Hofmann danken, der das an uns herangetragen hatte. Schön, dass wir Sie hier auch heute begrüßen dürfen. Und wenn ich es mir erlauben darf, es wäre auch anzustreben, eine solche Anti-Antisemitismus-Klausel in unser Grundgesetz aufzunehmen. Und damit komme ich zum Schluss. Lassen Sie uns dieses Grundgesetz pflegen. Lassen Sie es uns leben. Lassen Sie es uns schützen. Auf dass dieses Land,
auf das die noch immer übergroße demokratische Mehrheit auch in den nächsten Jahren in Frieden und Freiheit in Deutschland und in einem Europa leben kann.